Oberfläche verlassen wir müssen, alle Feuerkraft auf die Techno-Union-Schiffe konzentriere, den Rest deiner Einheiten zur großen Turmspitze schicke. Ja, mit diesen komischen Synchronstimme von Meister Yoda würde ich sagen, willkommen zurück zum neuen Part von Star Wars Battlefront 1. Wir sind jetzt auf der Seite der Klonkrieger. Auf der ersten Schlacht der Klonkrieger auf Geonosis. Die Separatistenarmee formiert sich auf Geonosis. Vernichten sie, bevor sie entkommen können. Zerstören sie die Schiffe der Techno-Union und verhindern sie, dass die Separatisten kommen. Meister Venno steht in dieser Schlacht zur Seite. Ach ja, die Schlacht von Geonosis. Wird die kurze Schlacht mal nach in den Film fliegen. Im Film, Geschichte. The Jedi have amassed a huge army. That doesn't seem possible. How could the Jedi come up with an army so quickly? We must send all available droids into battle. There are too many. Ach, die Angstfeuer, du Lieben. Ich liebe sie. Und kaputt geschossen. Hehe. Ach, wäre das nicht mal schön, in modernen Grafiken eine richtige große Schlacht von Geonosis zu spielen, also eine richtig große. Mit tausenden von Online-Spielern gegeneinander. Das ist echt heftig. Nun gut. Zerstören Sie die Techno-Union-Schiffe. Meister Windu hat das Schlachtfeld betreten. Jetzt spielen wir seine Klonkrieger. Der normale Klon hat ein Sturmgewehr. Wie man hier sehen kann, Wasserpistole und zwei Granaten. Da vorne ist ein Halbfeuerdroide da und ein Schwimmkampfläufer. Oh, ist ein Droide eingeklappt. Diese Schlacht von Geonosis ist, glaube ich, ziemlich. Aua. Mist. Dann nehmen wir einen Raketenwerfer. Wir müssen aus wie ein Arc-Trooper. Wie den Kampfrock wahrscheinlich. Auch hier kämpft noch Geosiana. Und mal zu den Hintergrund. Ja, da spielst du was älter. Autsch. Hör auf mich zu überfahren. Ihr werdet es mich auf mich abgesehen. Oh oh. Ja, man hat es als Klon hier nicht leicht. Ich nehme den. Ach, das steht auch Arc-Trooper. Klon-Pilot, so. Wir müssen die beiden vorderen Kommandoposten einnehmen, danach die Mitte. Ich finde das hier cool, dass diese Separatisten nicht sogar eine große Hauptbasis haben. Ach ja, die Schlacht von Geonosis. Eine kurze Schlacht der Klonkrieger für mich. Was aus Anbetracht dessen, wie die Schlacht verlaufen ist, müsste man meinen, die Schlacht wäre. Ja, schön, Kommandoposten, Hippie. Wie ist die Schlacht nur unentschieden gewesen zwischen der Durin-Armee und der Klonarmee? Die Klonarmee hat zwar militärisch zwar gewonnen, aber von zielerisch aus betrachtet haben die Separatisten gewonnen. Die Separatisten wollten ja fliehen. Ach, das ist mein Window. Und haben es ja auch geschafft zu fliehen. Die Republik, ja, hat zwar militärisch gewonnen, aber den Krieg nicht verhindert, was ihr Ziel war, und haben sie nicht hinbekommen. Deswegen, genau betrachtet, ist es ein Unentschieden gewesen. Obwohl die Durin-Armee in Stoff von Geonosis eigentlich hätte schon gut, ziemlich gut hätte gewinnen können. Vom Bodentruppen her hätte die Droidenarmee schon gut gewonnen, hätte nur nicht die Kanonenboote die Jagdfeuerdroiden mit vernichtet oder Unterstützung gegeben. Oh. Zerstören Sie die Techno-Union-Schiffe.
Nein, das ist meins. Husch, geh weg. Ich werde durch die kein Problem, mich zu beschießen. Oh. Ist zu spät. Die Kippe macht echt aber das Ding wie sonst was. Wir haben einen Kommandoposten verloren. Okay, der Scharfschütze ist. Truppen haben einen Kommandoposten eingenommen. Doch besser als erwartet. Jedenfalls von rein truppentechnischen hätten diese Bratisten locker die Schlacht gewinnen können. Aber ihnen hat es nur eine nötige Luftunterstützung gefehlt. Und viele Kampfdroiden waren nicht fertig verladen gewesen, beziehungsweise. Nee, was mich da. Viele Kampfdroiden waren bei der Schlacht schon auf den Kernschiffen verladen gewesen und hatten sich nicht richtig nicht so schnell aufstellen können. Deswegen wurden auf der Stadt auch keine Droidikas eingesetzt, zum Teil. Oh. Ist erledigt. Ja, es ist jetzt ausgeglichen gerade. Hätten zum Beispiel die Droidenarmee in Orbit, wo ihre die Ringe der Kernschiffe sind, also die Lukolk-Schiffe, Droidikas Droiden in Orbit geschickt, hätten sie die Schlacht locker gewinnen können. Aber es war nicht Sinn und den Ganzen des Plans gewesen, also mussten sie fliehen. Und so schießt man irgendwie besser. Oh. So hab ich dich. Ich glaube, ich nehme gleich einen Haken. Mist. Dadurch könnte ich noch schnell abknallen. Mist. Ja, der Schlaf von Genuss ist etwas härter. Hey du. Ich schmeiß da erstmal drüber. Virus, ja, na. Ja, wir müssen die Droiden. Das ist nicht gut, da muss ich ja schnell zurückholen. Ja, die Turmspitze ist ja eigentlich der Kartenraum, wo Konduku und der anderen Separatistenrat. Also ein Bruchteil des Separatistenrats hier war. Gut, alle rein, da waren wir mal. Fange ich jetzt mal an, die Schiffe kaputt zu machen. Ein ATTE haben wir ja hier nicht, das müssen wir so machen. So. Es war schon cool damals in der ersten Mittelfrontal, dass man hier Fahrzeuge auch beim Bodenkampf benutzen konnte bei manchen Karten. So. So, ein Ding kaputt. Bis jetzt liegen wir aber hart zurück. Das müssen wir schnell nachholen. Autsch, was soll war das? An die Überreste bin ich dagegen gestoßen. Nein, nicht landen, nicht landen, nicht landen. Nein, noch nicht. Weil wir die Techno-Union-Schiffe hier vernichtet haben, haben diese Separatisten noch 2 Kommandoposten. Die Schlacht geht aber recht lange. Zerstören Sie die Techno-Union-Schiffe. Ach was, ich bin schon dabei, du Schlaumeier, was mache ich hier gerade? So, wir verloren den Kommandoposten und die Separatisten haben auch gerade verloren. Hm. Dann kann ich auch die Man kann natürlich auch die Sitzplätze wechseln, aber das will ich erstmal noch nicht machen, mache ich gleich.
Ja, ich hab nur durchgewechselt und da hat der Klonpilot mir ernsthaft das Schiff kaputt gemacht. Gut, dann muss ich das hier kaputt machen. Wenn das Ding nicht so lahmarschig wäre wie ein Elefant. Weg da, weg da. Weißt du, tut mir gar nichts, wenn du rumstehen. Ja, wir sind bestimmt nicht so schnell. Das ist eine Sache in der Mitte von 1, die entsterben nicht. Also nicht auf normalen Wege. Ich bin dabei, wenn unsere Kampfläufe mal schneller wären. Gehen wir aus dem Weg. Danke. So. So. Sehr schön. Dann noch schön Kommandoposten oben einnehmen. Ja, Granaten schmeißt es hier in der Kunst. Und dann wird es ja nahe das Zeckenkrieg hier gesegnet. Und tschüss. So. Ja, diese Schlacht verlieren wir wohl. Das müssen wir schnell rumreißen, schnell Kommandoposten einnehmen. Auf dem Fall hat meine Klonentruppen noch ein bisschen durch. Ich meine, wir losen da gerade ab gerade. Puh, war das knapp. Geht das mal schneller weg? Gut, jetzt gewinnen wir langsam die Oberhand. Aber nur langsam, ob das noch reichen wird. Autsch. Ach nee. Ah, ich bin hier draußen gespawnt. Toll. Das ist jetzt echt beschissen. Feindliche Truppen haben einen Kommandoposten eingenommen. Stirb. Ja, das erleben wir, weil meine Klontruppen wohl nichts hinkriegen. Nee, Neustart, nee. Tut mir leid, da wird die Schlacht wird nochmal machen müssen. Gut, immer das. Ja, Master Windu kann das Schlachtfeld so betreten, wie er will. Ist eh nutzlos. Los, kommt rein, die Pfeifen. So. Erst die Technologien-Schiffe zerstören und dann die Tonspitze ein, um dann in den Rücken zu fallen. Okay, da oben fliegen Vulture-Droiden rum. Aber in den Filmen gab es keine Vulture-Droiden. Also hier bei der Schlacht. So, versuchen wir es ein bisschen zu beschleunigen, das Ganze. Leck. Wir haben die Techno-Union-Schiffe zerstört. Numero Uno, jetzt Nummer 2. Und wem meine Teamkameraden kriegen davon nichts hin. Ich war jetzt nicht gerade spannend, aber ich muss die Dinge kaputt machen. Ach ja, das können wir auch noch spielen. Zurück aus dem Schlacht. Eine billige Ausbildung für du das da nicht hin.
da ist ein gewissianischer Jäger nochmal mit vornamen, irgendwas mit Nantuxjäger oder sowas. Okay, kaputt. Schade, dass es hier kein... Ja. Meine Frage hat sich schon erledigt. Autsch, was ist das? Aua. Wir haben die Techno-Union-Schiffe zerstört. Gut. So, mach dich nochmal kaputt. Wir haben einen Kommandoposten verloren. Unsere Verstärkung erleidet Verluste. Folgen Sie mir. Feindliche Truppen haben einen Kommandoposten eingenommen. Los, wir rein. Los, Turmspitze einnehmen.